Moment, ich muss mal kurz gucken, wo der Punkt ist. Okay, alles klar. So, ich glaube, ich habe es jetzt langsam raus. Unsere erste Aufgabe, diesen Panzer reparieren. Zack. Das ging aber fix. So, fahr mal vor. Pling. So, okay, ich glaube, wir nehmen jetzt aber erstmal unsere Thompson. Wir haben auch Granaten. Badab, badab, badab. Okay, jetzt muss ich hier voraus, oder was sagst du? Okay, nee, du machst das schon. Du machst das super. Oh mein Gott. Wow, ups. Entschuldigung. Das war schon nicht geplant. Das war wirklich nicht beabsichtigt. Okay. Da ist aber noch einer. Ich weiß, viele von euch, ist mir sowieso mal so aufgefallen, ich sag mal in der Jugend, ne? Du wirst klingen, weil vielleicht kannte ich auch einfach immer nur andere Leute und hab durch YouTube halt eine ganz andere Art von Menschen kennengelernt. Aber recht viele von euch, was sind das eigentlich für Leute? Das hat mir bei der ersten Aufnahme schon etwas verwirrt. Na, die sind halt, ich sag mal, sehr pazifistisch. Ich meine, was auf jeden Fall auch nicht schlimm ist. Ich bin auch kein kriegsliebendes Etwas, auch wenn ich bei der Bundeswehr war. Ich war einfach nur, weil man da bestimmt Erfahrungen sammelt und ich musste noch irgendwie ein Jahr überbrücken. Und ich war zuvor, mir eine Zivilstelle zu suchen. Und ich habe eigentlich auch, um ehrlich zu sein, nie damit gerechnet, dass ich irgendwie mal wirklich an der Front kämpfe. Man kann das kaputt machen übrigens. Aber man muss solche Spiele halt wirklich als Spiel ansehen. Also ich meine, es gibt natürlich Leute, die wirklich einfach mal... Boah, komm, geh kaputt. Alter! Selbstmordattentäter oder was? Es gibt natürlich Leute, die halt kategorisch gegen Shooter sind und sonst irgendwas. Weil die einfach denken, guck mal, da ballert man ja nur, aber... Das ist ja gar nicht so. Das hat ja auch oft viel mit Taktik zu tun. Und gerade so bei Medal of Honor auch mit Stimmung und Atmosphäre. Also das sind ja Sachen... Also Vergleichbares gab es damals selten. Deswegen, ich kann mir natürlich vorstellen, dass halt viele Leute direkt von dem Spiel abgestreckt sind, weil die sich denken, aha, Medal of Honor, aha, Krieg. Fuck you, Dennis, wir sehen uns irgendwann beim nächsten Projekt wieder. Aber okay, ist natürlich ein gutes Recht. Aber ich finde, also ich sehe das gar nicht so. Also... Für mich ist ein Spiel immer noch ein Spiel, unabhängig davon, selbst wenn ich jetzt hier einen Nazi spielen würde, der eine Bäckerei hat, keine Ahnung. Wenn das Spiel Bock macht, würde ich das spielen. Also ich würde das nicht dann irgendwie boykottieren, nur wegen dem Spielinhalt. Weiß ich nicht. Ich habe schon so viele moralisch fragwürdige Spiele gespielt. Vielleicht kennt ihr Manhunt, also fand ich echt ein gutes Spiel, also auch wegen der Atmosphäre und auch wegen den Spielelementen. Aber vor allem auch wegen der Atmosphäre. Weil gerade diese kontroversen Spiele haben oft einfach mal eine verdammt gute Atmosphäre. Okay. Und halt auch Mortal Kombat, auch wenn das natürlich mittlerweile die absolut überzogene Gewalt ist und es definitiv eher Fantasy ist als alles andere. Ach komm. Ein Stückchen noch nach rechts. Komm aus der Deckung, du feige Schwein. Ach, dann halt nicht. Soll ich eine Granate mal dahin schmeißen? Oh, der war gar nicht mal... Ja, schade. Ich habe Flummi-Granaten. Das ist äußerst ärgerlich. Wir nehmen mal wieder unsere Thompson in die Hand. What? Wo schießt du denn hin? Ist da jemand? Hallo? Ja, das ist die typische Medal of Honor KI. Ich denke, ich kann durch die Wand schießen. Öffnet sich die Tür? Da kommt doch jemand raus. Da kommt doch jemand raus. Los. Los! Na halt nicht. Höh. Oder auch nicht, okay. Tatsächlich nicht. Ich bin überrascht. Okay, hallo. Ja, ich durchsuche die Level jetzt nicht so krass wie in den alten Teilen, weil ich hier halt, wie gesagt, keine 100% erreichen möchte. Wenn ich Heilung brauche, dann suche ich natürlich nach Heilung. Aber ich habe jetzt keinen Zwang, dass ich irgendwie dann immer so und so viel Energie noch am Ende der Mission übrig habe. Was für mich das Zocken sehr entspannt macht. Pomps! Aber eine coole Sache, die ich im Spiel echt abgewinnen kann, sind die... Banzai-Angriffe. Sprich, die Japaner haben ein Bajonett an ihrem Gewehr und rennen einfach mal so oft einfach zielstrebig auf mich zu, nur um ihr Ding irgendwo hinzurammen. Das finde ich schon ziemlich cool. Man sieht auch den Wahnsinn in ihren Augen. Okay, da oben ist einer. Hallo. Hallo. Alter, wie schnell du schießen kannst. Das ist unglaublich. Ihr habt irgendwelche Karabiner, ne? Und trotzdem habt ihr eine Schussfrequenz. Komm, komm, komm. Danke. Ah, ist zu, ne? Ach so, hier war... Ach, verdammt, hier war ein Feldchirurgenkoffer. Gib mir die Hälfte der Energie zurück. Tot? Dankeschön. Dankeschön. Ja, es gibt auch für die PSP. Also, jetzt, wenn ich gerade mal auch an die Bundeswehr denke, da muss ich direkt an ein Spiel denken. Und zwar auch Medal of Honor. Medal of Honor Heroes. Das war echt ziemlich cool. Also,
Das war auch sehr missionsbasiert. Also das waren meistens irgendwelche Kapitel mehr oder weniger. Was muss ich denn jetzt hier überhaupt tun? Moment. Gunny will give you new orders. Okay. Es gibt leider keine Sprintfunktion. Ja, auf jeden Fall. Da muss man auch immer innerhalb der Mission bestimmte Sachen erledigen. Irgendwie möglichst schnell schaffen oder so. Das war schon sehr cool. Habe ich immer sehr gerne auf, auf den Bahnfahrten gespielt. Okay, ich muss einen Speer finden und die Funkstation, okay. Alles klar. Was, wer, wo, wie, was, mit wem? Komm, geh doch mal kaputt, Junge. Von hinten? Wo, wer? Oh, ich hasse sowas echt. Ich glaube, der ist oben irgendwo. Oder auch nicht. Ich habe dir ein zweites Arschloch geschossen. Oh mein Gott. Da komm. Ich dachte, der rennt auf mich zu, macht einen Banzai-Angriff. Wäre ganz cool gewesen. Okay, dein Rucksack tut dir wahrscheinlich nicht mehr, wenn ich da reinschieße. Ich habe übrigens einen Kuchen gekauft. Ich bin ja, ich habe mal meine neue Arbeitsstelle, ja. Wie gesagt, statt paar 40 Kilometer sind es einfach nur noch 6. Das ist sehr, sehr gut. Die Suppe ist heiß und zufriedenstellend. Oder befriedigend. Gibt, glaube ich, ganz wenig Heilung. Ja, und auf jeden Fall, einen kleinen Ausschlag geben wir mit ein bisschen Kuchen. Ich habe Kuchen geholt. Vanillepudding mit Kirschen. Das hört sich für mich einfach nur nach Himmel auf Erden an. Oh mein Gott, das ist ein Panzer! Was? Warum ist da ein Panzer? Wo kommt der denn her? Die verarschen. Der schießt auf mich. Was fällt ihm eigentlich ein Moment? Ach du Scheiße. Okay, der hat irgendwie einen Winkel gefunden, dass er mich ganz gut treffen kann. So, Moment. Fuck, 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 fuck. Ich weiß nicht, ob wir den irgendwie schaden können mit unserem kleinen Maschinengewehrchen. Ich nehme doch lieber die Granaten, bitteschön. Komm, wirf doch mal ein bisschen schneller. Ja, super, Dennis, echt. Du bist ja echt ein Held. Ja, bring dich doch selbst um. Warum eigentlich nicht? So, bist du jetzt Geschichte oder was? Okay, das untere, das Maschinengewehr, es zielt auf mich, aber es kann nicht mehr schießen, so wie es aussieht, ne? Ach, dann laden wir doch mal gemütlich nach. Gucken wir mal, ob wir das Ding damit kaputt kriegen. Ah, okay. Ich brauche auf jeden Fall ganz dringend Energie. Aber hier müsste eigentlich noch genug rumliegen, behaupte ich einfach mal. Hier drin zum Beispiel vielleicht, hm? Oh, da liegt doch was. Schön. Oh. Hm. Es gibt sogar 3/4 der Energie zurück. Oh mein Gott. Okay, da ist noch einer. Moment, wir laden erstmal nach. Wie lade ich nach? Ah, okay, alles klar. Hallo. Bam, 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 bam. 75% Genauigkeit. Ich finde, das ist so viel. Okay, gehen wir erstmal wieder zurück und gehen erstmal hoch. Bei ihm muss hier ein Speer sein. Ich hätte gerne eine Shotgun. Irgendwas für ein Close Combat. Das wäre ganz cool. Ich habe zwar eine Knarre. Och, ist das eine Schule? Mhm, mhm. Da ist halt einer auf dem Dach. Bist du der Speer? Ja, er ist der Speer. Okay. Okay, hervorragend. So. Ach, hier geht's weiter. Wunderbärchen. Ah, will ich nicht runterfallen? Oh mein Gott! Wer schießt denn hier? Ich duck mich erstmal. Gucken wir erstmal, ob wir hier vielleicht von hier schon ein paar erledigen können. Oh mein Gott! Okay, das kriegen wir hin. Boom! Bist du tot? Ja, okay, danke. Hallo! Okay, man kann damit leider nicht näher dran ziehen. Aber das muss so laut sein. Da muss ich auf jeden Fall drauf achten, wenn ich die Lautstärke. Halt! Warum rennt ihr eigentlich auf mich zu, so zielstrebig? Also die ganze Deckung zerstören. Ja, auf jeden Fall, diese Kanonen hier, genau das meinte ich, zählen nämlich nicht zur Genauigkeit. Ich bezweifle auch stark, dass ich eine 50%ige Genauigkeit in der Mission haben werde. Seid ihr tot? Okay, alles klar. Wie moralisch bedenke ich das eigentlich schon ist, ne? Dass man möglichst viele Japaner abknallen muss. Ich fand aber auch schon aus dem Teaser wurde schon bekannt, ja, dass das Spiel recht patriotisch ist, weil die halt gesagt haben, ja, und besiege die Japaner. Ah. Wo schießt du hin, Kollege? Versuchst du mich überhaupt zu treffen? Oder,
Ahnst du mich nur? Ach, hallo. Ach, komm. So. Ey, bitte? Kommst du denn auf einmal her, du Arsch? Sag mal. Geht's dir noch gut? Ja, ich treffe ihn, glaube ich. Ja, ich habe ihn getroffen. Sehr schön. Wo kam der her? Das würde mich mal interessieren. Ist irgendwie an mir vorbeigelatscht oder was? Weil, okay, das ist ein gutes Recht, aber... Kann ich nächstes Mal bitte fragen. So. Achso, hier kam ich... Ach, hier ist ein Speicherpunkt. Guck mal einen an. Mhm. Dann nehmen wir natürlich gerne an. Komm, ja. Bitte überschreiben. Tu es. Yes. Ja, komm. Bist du sicher, dass du das überschreiben willst? Du hast mir schon bestätigt, aber ich muss dich nochmal fragen. Komm. Dankeschön. Ja, ich will bitte weitermachen. Danke. Huh. Thompson Magazine found. Ja, was zu lesen gefunden, wie schön. Kommen wir hierher? Ich weiß es nicht, weil der Speicherpunkt verwirrt mich jetzt gerade etwas. Ich glaube, wir kommen. Ja, wir kommen hierher, okay. Alles klärchen. Dann habe ich den Speicherpunkt einfach mal ignoriert. Gekonnt. Ach so. Ah, okay, alles klar, ja. Dann gehen wir mal da hinten weiter. Huh. Huh. Ich will kein Flugzeug abschießen. Gucken wir mal. Ah, da hinten ist noch einer. Ich treffe ihn. Boah, wie krass die Knarre einfach mal streut. Das ist ja unglaublich. Okay, ist ein Maschinengewehr. Was erwarte ich? Ach du Scheiße, okay. Aber dich kann ich gut hier... Oh, der hat mich ist aber nur ordentlich erwischt mit seiner Todes-Harakiri-Dreckssalve. Waren da eigentlich gerade auch Kamikaze-Flieger bei Pearl Harbor? Weiß ich gerade gar nicht. Das war eigentlich auch ein ganz cooles Spiel für die PlayStation 3. Aber wie hieß das nochmal? Verdammt nochmal. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit R, bla bla bla. Es gab dann Secret Wars, Pacific Wars und Vietnam. R-Konflikts, genau. Für die PlayStation 3 ist eigentlich so ein Budget-Title. Secret Wars und Vietnam kann man auch wirklich vergessen. Aber Pacific Wars war ganz cool, weil da konnte man sich auch auf die Seite der Japaner stellen. Und dann, die letzte Mission bestand echt darin, dass man Kamikaze-Flüge ausübt. Und dass das echt moralisch in Frage gestellt wurde, ob ein Land sowas von seinen Leuten verlangen darf. Also das fand ich schon, also von der ganzen Stimmung her war es schon echt nicht schlecht. Also, das muss ich schon sagen. Ja, ich bin ein sehr stimmungsorientierter Mensch, ne? Matschepampe unter meinen Füßen oder was? Komm. Ja, das Springen ist ja ein bisschen... Der springt nicht immer, wenn ich ihm dann sag. Ach du Scheiß, okay. Entschuldigung. Ich konnte hier anders, tut mir leid. Du hättest aber gleich mit mir gemacht. Okay, du lebst noch? Nein, okay. Ich habe mir eigentlich nur ins Bein geschossen. Deswegen dachte ich eigentlich, er wird noch leben. Okay. Ich habe hier eigentlich eine ganz gute Deckung. Oh, fuck it. Okay. Ja gut, jetzt hat mir die Streuung sogar geholfen. Ah, da hinten sehe ich doch noch einen. Da hinten drin. Bombs. Alter, habe ich ihn gut getroffen. Okay, der hat sich nicht bewegt und gar nichts. Aber was soll's. Also, laden wir das Gewehr auch mal nach. Ein bisschen Heilung. Die erste Mission ist auf jeden Fall noch sehr einfach. Ich glaube, ich bin aber bisher bei jedem mit der Wunderteil der ersten Mission immer abgekackt. Also das ist hier jetzt für mich die erste Mission Pearl Harbor, war für mich eher so ein Prolog. Ach du Scheiße, okay, Moment. Der wirft immer so weit, die Drecksgranaten. Was sind überhaupt für Granaten? Ach du Scheiße! Okay. Nicht jetzt. Ach komm, weißt du was? Ich hab dich nicht getroffen. So, du Arschloch. Da wollte er gerade seinen Banzai-Angriff ansetzen. Was heißt Banzai eigentlich? Das würde mich interessieren. Tap Grenade Button to drop Grenade. Hold. Grenade Button to what? Ich hab's nicht gelesen. Okay, das heißt Drop und das heißt Wurf. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, ob das auch wirklich wieder bei der Berührung die Granate explodiert, falls ich einen Gegner treffen sollte. Ist es ein Fass? Nein, natürlich nicht. So, okay. Ach, hier auf den Tribünen.
Hier habe ich auch gesagt, gedacht, dass hier irgendwas zum Einsammeln ist. Auf irgendeiner Tribüne. Und ich habe es bei der ersten Aufnahme durchsucht, aber ich habe einfach zum Verrecken nichts gefunden. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass hier was ist, aber irgendwie hab ich mich da wohl getäuscht. Ja gut, hier sind wieder 1000 Gegner, wenn ich hier rangehe, ne? So, komm mir doch her! Das ist auch mehr davon typisch, dass wenn man an so ein schlaffiziertes Maschinengewehr geht, dass man dann einfach immer 1000 Gegner hat, die man dann nochmal besiegen kann, weil die anders würde ich nicht spawnen. Und das ist dann auch für die 100% notwendig. Ja, und den kommt natürlich nicht dran, ist ja klar. Bleib stehen, bleib stehen! Dankeschön. Da unten ist noch einer? Okay. Hervorragend. Ja, den kommt... Ja, das ist doch lächerlich. Das ist so lächerlich. Na gut, okay. M1 gerannt, bitte. Ja, dann kommt der mal angeschissen, der feige Viech. Okay, eigentlich bin ich feige und verstecke mich hier in so einem riesen Maschinengewehr. Bums. Was? Hallo? Du bist nicht schneller als meine verdammten Patronen! Komm, geh mal bitte ans Maschinengewehr. Machen wir es anders, so. So einfach kann es gehen. Kommt noch einer? Ich glaube, das war's, okay. Alles klärchen. So, einmal nachladen. Ich meine, hier war irgendwas. Man kann wirklich sein. Ich hab, das ist sehr lange her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Also locker, ich schätze, also wirklich locker 8 Jahre. Wenn nicht noch länger. Oh, Alter, spring nochmal hoch.